Daniela Ganser war bei Flavio von Witzleben zu Gast und sie haben über die aktuelle weltpolitische Lage und wie hoch die Kriegsgefahr ist, geredet. Und Daniela Ganser scheint sich, so waren zumindest deine ersten Worte in diesem Interview, sehr große Sorgen darüber zu machen, dass unsere Politik immer weiter Richtung Krieg schreitet. Wer das genau begründet, das werden wir uns heute ansehen. Wer Daniela Ganser noch nicht kennt, er ist ein Historiker aus der Schweiz, der hier bei Flavio von Witzleben, das ist ein deutscher Journalist, halt ein Interview gibt und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Hat sich das jetzt etwas beruhigt? Wie Das ist hat da sich die? beruhigt, ja. Es ist vielleicht fast keine Demonstration mehr. Vielleicht da oder dort mal ein schlechter Artikel, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es viel ruhiger geworden. Finde ich okay. Jetzt gestern bei Ihrem Vortrag war ich auch ganz überrascht. Ich habe nur eine kleine Gruppe, vielleicht 20, 30 Menschen gesehen. Die Omas gegen rechts waren es, glaube ich, Genau. die da vor der Halle standen und eine kleine Demo abgehalten haben. Aber es war wirklich übersichtlich. Ja, also es waren 1500 Plätze dort gestern und das war ausverkauft. Und wenn da 20 Omas gegen rechts, also hat mich echt nicht interessiert. Und sie tangiert das ja sowieso nicht so richtig, habe ich immer den Nein, Eindruck. nein, nein. Ich mache ja die Arbeit für die Menschen, die zum Vortrag kommen. Und ich fokussiere schon auf die und sage, ich arbeite für euch. Ich versuche euch zu erklären, wie die Gesetze der internationalen Politik sind und wie wir eben mehr Frieden erreichen können, weil das muss wirklich das Ziel sein. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Weltkrieges, wenn wir uns so mit den Entwicklungen da draußen beschäftigen. Macron sprach von NATO-Bodentruppen in der Ukraine. Der CDU-Politiker Kiesewetter sprach davon, dass man den Krieg nach Russland tragen muss. In Gaza findet ein blutiger Krieg statt. Wie gefährlich ist denn die aktuelle weltpolitische Lage und was denken Sie auch, was ist aktuell der bedrohlichste Konflikt, Herr Ganser? Also es ist wirklich natürlich bedrohlich, weil die Idee des französischen Präsidenten Macron, NATO-Truppen in die Ukraine zu schicken, ist einfach verrückt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Das, was es in der Ukraine braucht, sind Friedensgespräche, weil die hat es auch gegeben in Istanbul im März 2022 und dort hätte man den Konflikt wirklich beilegen können. Ich finde es auch gefährlich, wenn deutsche. Stimmt natürlich, die Ukraine braucht endlich Frieden. Sie hat diesen Krieg de facto verloren und so gute Friedensbedingungen, wie sie damals in Istanbul bekommen hätte. Also Rückzug der russischen Truppen hinter die Linien des 24. Die wird sie aktuell nicht mehr bekommen. Also hier hat Daniela Ganser definitiv recht. An der Stelle danke Bolderino für das Abonnement, was du vorgenommen hast. Politiker sagen, wir sollten wieder Krieg gegen Russland führen. Also das erinnert mich einfach an den Zweiten Weltkrieg und da weiß man, das ist nicht, hat nicht gut geendet. Und ich bin wirklich, natürlich kann man sagen, die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, wollen keine Kriege, aber ich glaube, auch weit außerhalb von meinen Vortragshallen wollen die Menschen in Deutschland keinen Krieg mit Russland. Ich würde wirklich behaupten, das ist eine ganz kleine Gruppe von natürlich Politikern, die man viel hört, die bekommen sehr viel Raum in den Medien, die werden dann immer wieder sozusagen mit einem großen Mikrofon ausgestattet. Und die sagen ja immer das Gleiche. Also sie sagen eigentlich mehr Waffen, noch mehr Waffen. Das ist keine Lösung. Es ist keine Lösung, wenn man immer mehr Waffen in ein Kriegsgebiet hineinbringt. Und da wird dann zuerst gesagt, nein, auf keinen Fall werden wir zuerst nur Helme liefern und dann, okay, nein, dann liefern wir auch Landminen und dann, aber Panzer würden wir nie liefern und dann plötzlich, nein, jetzt liefern wir auch Leopardpanzer und dann wird das immer so als Wunderwaffe dargelegt, dann sind die Leopards zerstört und dann geht es um die Taurus-Marschflugkörper und so weiter. Das wird, aber dieser Eskalationskurs, wenn Sie mich fragen, was ich davon halte, ich finde das falsch. Also ich finde, es braucht in der Ukraine Friedensgespräche und auch der andere Konflikt im Gazastreifen, da sind jetzt mehr als 30.000 Tote, das sind mehr als 10.000 davon sind Kinder. Auch Netanyahu, der Premierminister von Israel, muss dringend einen Waffenstillstand jetzt unterschreiben, weil es geht nicht, dass wir, er argumentiert, ja, ich töte nur Terroristen, ja, das sieht ja jeder, dass das nicht die Wahrheit ist. Also, es sind zwei Konflikte, die eben die Gefahr haben, dass sie explodieren. Und darum sage ich, bevor sie explodieren,
also dass Polen sozusagen reingezogen wird in den Ukraine-Krieg oder dass Frankreich Bodentruppen bringt oder dass Deutschland russische Infrastruktur beschießt. Das wäre eine Explosion, das sollte man auf keinen Fall tun. Und im Gaza-Krieg ist natürlich auch im Norden mit dem Libanon die Gefahr, dass es explodiert. Oder dann kann man sagen, man kann dann auch sozusagen mit dem Iran noch direkt in den Krieg kommen. Oder die Iraker können US-Militärbasen im Irak bombardieren. Es ist einfach Wahnsinn. Für mich ist es Wahnsinn. Ich sage, wir gehören alle zur Menschheitsfamilie und wir sollten lernen, unsere Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Eigentlich ganz einfach. Vor allem die Kriegshetze gegen den Iran ist völlig irre. Der Iran hat niemals irgendein westliches Land angegriffen. Er wurde in der Vergangenheit nur immer wieder, naja, entweder durch indirekte Militärintervention, man denke an den Putsch gegen Mossadegh 1953, oder durch direkte Kriege, man denke auch an den irakischen Überfall, der durch Waffenlieferungen und Kredite vom Westen und von den Golfarabern gedeckt wurde, ja, überfallen. Also der Iran hat immer aus einer Position der strategischen Defensive heraus agiert und sah sich immer einer deutlichen Übermacht entgegen. Und die ständigen Kriegsdrohungen von Seiten der Amerikaner, denen sollten wir Europäern eigentlich klar entgegensetzen, nein, wir wollen keinen weiteren großen Krieg in unserer direkten Nachbarschaft. Aber ja, so eine starke europäische Stimme für Frieden fehlt natürlich. Woher kommt denn diese Kriegslüsternheit in Deutschland, Herr Ganser? Also, ich würde vielleicht einordnen, dass es natürlich im Zweiten Weltkrieg diese Kriegslüsternheit ja auch gegeben hat. Es ist aber nicht nur in Deutschland. Auch die Japaner haben eine Kriegslüsternheit, haben andere Länder überfallen. Oder die Briten haben ja auch irgendwie große Teile von Afrika erobert. Oder die Franzosen haben Indochina erobert. Es ist also nicht jetzt nur hier in Deutschland eine Kriegslüsternheit, aber es war eigentlich nach 1945 war dann eigentlich klar, nie wieder Krieg, hier in Deutschland. Aber die Amerikaner zum Beispiel haben dann nach 1945 im Iran die Regierung gestürzt, dann haben sie 54 Regierungen in Guatemala gestürzt, 61 sind in Kuba einmarschiert, 64 haben sie angefangen, Vietnam zu bombardieren, bis 75. 64 haben sie auch in Brasilien die Regierung gestürzt, davor noch in der Dominikanischen Republik, danach in Indonesien. Also die USA waren andauernd mit irgendwelchen Putsch bis heute. Also 3 Millionen Tote, dann haben sie Libyen bombardiert, haben sie Syrien bombardiert, haben sie Afghanistan bombardiert und ein Teil der Kriege, in die Deutschland verwickelt ist, kommt eben aus den USA. Also es wird von den USA angestoßen, das kann man wirklich historisch beweisen, weil zwischen 45 und 95, also während 50 Jahren, hat Deutschland an kleinen Kriegen teilgenommen, das fand ich sehr gut. Und dann 1999 hat man zusammen mit dem US-Präsidenten Bill Clinton hat man Serbien bombardiert. Das war unter Bundeskanzler Schröder und Außenminister Joschka Fischer. Das war ein Verstoß gegen das UN- und Gewaltverbot. Und schon 2 Jahre später ist man nach Afghanistan gezogen, der nächste Krieg. Also als nie wieder Krieg wurde hin und wieder Krieg. Und dann hat man im Syrienkrieg mitgemacht, 2015. Die Deutschen haben die Luftaufklärung gemacht für die Amerikaner und die Amerikaner haben bombardiert. Und jetzt der nächste Krieg, also nach Serbien, nach Afghanistan und nach Syrien, übrigens verloren gegangen. Also Afghanistan war ein Krieg, den die USA und Deutschland als Verlierer wieder abgezogen sind. Versucht man Deutschland in diesen vierten großen Konflikt hineinzuführen. Und das ist eben der Krieg in der Ukraine. Und da sage ich wirklich, das ist sehr, sehr gefährlich. Viel gefährlicher als Afghanistan, wenn ich so sagen darf. Und Deutschland ist an vorderster Front beteiligt. Wir sind nach den USA der wichtigste Waffenlieferant in Europa. Und jetzt gibt es hier politische Persönlichkeiten wie Roderich Kiesewetter oder Anton Hofreiter, die immer wieder betonen, wie wichtig es ist, dass wir Waffen liefern, dass wir ganz vorne mit dabei sind. Also man hat wirklich das Gefühl, dass Deutschland ein wenig geschichtsvergessen ist, oder Herr Ganser? Ja, für mich sind das Kriegstreiber. Also es gibt eigentlich in jedem Krieg gibt es Kriegstreiber. Das sind die, die vor dem Krieg sagen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und sie sagen immer, wir müssen Gewalt einsetzen. Und da muss man einfach sehr achtsam sein und das sehen und sagen, ah, was sagen die wirklich? Und das, was sie sagen, ist, man muss Gewalt einsetzen. Man muss Gewalt einsetzen. Und ich bin eigentlich ein bisschen bestürzt, dass die in den deutschen Medien so viel Raum bekommen, dass eigentlich die Kriegstreiber viel öfters gehört werden als, ja, ich sag mal, die besonnenen Menschen, wie zum Beispiel Harald Kujat, den ich sehr gut finde, oder andere, die
auch Deutsche sind und Achtsamkeit lehren wie ein Eckhart Tolle. Ja. Die haben eigentlich viel mehr zu sagen als ein Hofreiter und eine Annalena Baerbock. Ich frage mich, warum hört man immer die, die ins Verderben führen? Man sollte lieber denen zuhören, die sagen, komm, wir deeskalieren, wir suchen Lösungen. Weil wenn man das ganze Geld, das man in die Kriege investiert, zum Beispiel in die Traumaarbeit investieren würde, dann könnte man schon Konflikte lösen. Mhm. Und ich sage mir auch immer, jeder, der Kinder hat, ja, oder der beobachtet, wie andere Kinder haben und dann einen Konflikt sieht, der wird ja nicht hingehen und die Kinder bewaffnen. Also das ist einfach nie die gute Lösung, sondern immer sagen, versucht, dem anderen zuzuhören, hat eine andere Perspektive, okay, dann kann ja er mal mit dem Ball spielen oder ihr spielt zusammen oder du könntest ja hier spielen. Es gibt immer eine Lösung, aber das, was eben gilt in der Familie, dass man sich nicht töten sollte, das sollten wir auch in der internationalen Politik verfolgen. Weil diese Idee, in der internationalen Politik muss man halt töten, sonst geht's nicht, das ist ein großer Irrtum. Jetzt hat ja kürzlich die Chefin von Russia Today, Margarita Simonyan, im wahrsten Sinne eine Bombe platzen lassen. Sie hat ein abgehörtes Gespräch von hochrangigen deutschen Offizieren veröffentlicht. Darüber wird unter anderem davon gesprochen, wie man die Krim-Brücke mit deutscher Hilfe. Bevor wir jetzt zu den Taurus-Leaks kommen, schreibt der Rollo gerade im Chat, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist gegen Krieg. Pro Krieg sind nur Teile der Grünen, CDU und FDP. Und also Politiker, ja, definitiv. Es ist immer nur eine kleine Elite, die für Krieg ist. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnt das zumeist ab und liegt damit zumeist auch richtig. Also Deutschland hätte es in den letzten 140 Jahren wohl besser gegangen, wenn wir keinen Krieg geführt hätten. Sprengen kann. Es wird davon gesprochen, dass sich US-Soldaten in Zivil auf ukrainischem Territorium befinden. Es ist auch die Rede von britischen Soldaten, die vor Ort sind. Und das müsste. Danke für dein Abonnement, X-Word Else an der Stelle. Für Sie, Herr Ganser, doch ein sehr spannendes zeithistorisches Dokument sein. Das Gespräch, das geht rund 37 Minuten und es offenbart wirklich, wie tief Deutschland tatsächlich in diesen Krieg verstrickt ist. Herr Ganser, was waren denn Ihre ersten Gedanken, als Sie dieses Gespräch das erste Mal gehört haben? Also ich habe es mir zweimal angehört. Ich habe mir sofort das Original angehört und das, was man verstehen muss, ist, wenn Deutschland einen Angriff auf die Krimbrücke mit Taurus-Marschflugkörpern macht und auch versucht, die Spuren zu verdecken. Ein Teil des Gesprächs ging ja darum, wie könnte man die Spuren verdecken. Aber wenn das aus Deutschland unterstützt wird, dann ist es ein Angriff von Deutschland auf Russland. Der einzige Kommentar, den ich dazu habe, ist, das sollte man auf keinen Fall tun. Also natürlich ist jede Regierung frei, Chaos zu erzeugen und Verderben über das Volk zu bringen. Das kann man schon machen. Aber eigentlich ist die Aufgabe einer Regierung, Schaden vom Volk abzuwehren. Das ist eigentlich die ursprüngliche Aufgabe. Und zwar ganz unabhängig, welche Partei man ist. Und da muss ich wirklich sagen, ich finde das erstaunlich, dass hochrangige Luftwaffenoffiziere so etwas diskutiert haben. Man muss aber auch sagen, es ist nicht passiert. Ja, es ist also nicht jetzt sozusagen diskutiert und dann hat man es gemacht. Es gibt ein anderes abgehörtes Gespräch von 2014, ähnlich interessant für mich als Historiker. Da hat Viktoria Nuland den Putsch besprochen in Kiew. Das war ein Gespräch zwischen der amerikanischen Vizeaußenministerin Victoria Nuland und Jeffrey Pyatt, das war der amerikanische Botschafter in Kiew. Und sie haben darüber gesprochen, wie man in der Ukraine die Regierung stürzen kann. Das wurde dann aber wirklich umgesetzt. Das Gespräch war vorher, dann kam der Putsch. Und jetzt sind wir wieder in dieser Situation. Wir haben im Moment das abgehörte Gespräch. Und ich hoffe jetzt einfach, dass nicht danach die Aktion kommt, dass Deutschland mit Taurus-Marschflugkörpern die Krimbrücke in die Luft sprengt. Weil wenn man das tut, dann muss man natürlich mit russischen Gegenschlägen rechnen. Und dann haben wir einen Krieg zwischen Deutschland und Russland. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Amerikaner
das eigentlich befürworten. George Friedman ist ein amerikanischer Geostratege und der gesagt. Ja, aber ich glaube erstmal, dass Russland rational genug sein wird, um keinen direkten Schlag gegen NATO-Länder zu starten. Und zweitens, dass die NATO so einen direkten Krieg auch nicht will. Man will einen Stellvertreterkrieg auf dem Boden der Ukraine, aber keinen direkten Krieg zwischen Russland und NATO-Ländern, weil das sehr schnell zu einem Atomkrieg eskalieren kann. Also da kann man wohl davon ausgehen, dass die russische Regierung rational genug sein wird, um das nicht zu tun. Also was nichts daran ändert, dass man definitiv vor solchen Gefahren warnen sollte. Also je weiter man eskaliert im Ukraine-Krieg, desto größer wird die Gefahr, dass es tatsächlich zu so einer großen Eskalation kommt. Und die würde dann am Ende keiner überleben. Wenn sich die Deutschen und die Russen gegenseitig bekämpfen, dann schwächen sie sich untereinander. Und das war im Ersten und im Zweiten Weltkrieg und auch im Kalten Krieg immer das Interesse der USA. Das heißt, man muss hier auch ein bisschen über Deutschland hinausdenken. Und in diesem Gespräch wird auch vom sogenannten Reach-Back-Verfahren gesprochen. Damit wird in der militärischen Fachsprache die Einsatzoperation aus dem Heimatland bezeichnet. Das heißt, es ist im Grunde genommen der Beweis dafür, dass aus Großbritannien in dem Fall wahrscheinlich... Das ist jetzt tatsächlich immer noch der Taurus League. Hier wäre es gut gewesen, wenn Flavio von Witzleben nach weiteren Belegen dafür gefragt hätte, warum das 2014 ja vom Westen unterstützter Putsch war. Warum das eben keine demokratische Revolution war, denn das ist ja die Propagandaerzählung, die aus dem Mainstream dann an der Stelle kommen würde. Also aus dem Mainstream, da hört man, ja, es war die Bevölkerung, die in der Ukraine 2014 die Regierung gestürzt hat, was an sich schon völliger Schwachsinn ist. Also Regierungen werden nicht von der Bevölkerung gestürzt, sondern von organisierten Minderheiten, die in die entsprechenden Machtmittel in der Hand haben. Und das war in der Ukraine eben die Maidan-Bewegung, beziehungsweise vor allem die Militanten und in Institutionen im tiefen Staat, im Sicherheitsapparat, im Parlament vertretenen Teile der Maidan-Bewegung, wo auch viele Rechtsradikale zugehörten, die Regierung gestürzt haben. Das war nicht das Volk. Und hier hätte man auch immer auf die Details eingehen können, beispielsweise auf die vielen erschossenen Menschen im Februar 2014, wo Scharfschützen sowohl auf Demonstranten als auch Polizisten gefeuert haben, hätte man darauf eingehen können, dass diese Scharfschützen aus Gebäuden gefeuert haben, die eben von den Maidan-Demonstranten kontrolliert wurden und so weiter und so fort. Auf all das hätte man hier vielleicht noch ein bisschen weiter eingehen können, denn ja, einfach um diese, also das Narrativ, was Ganser hier verbreitet, ist natürlich faktisch völlig richtig, aber einfach um diese ganzen Lügen, diese ganze Propaganda, die also aus dem Mainstream kommt, besser widerlegen zu können. Schon so geht es zumindest aus dem Gespräch hervor, schon Angriffe beispielsweise auf die Krimbrücke geplant worden sind. Sie wurde ja in der Vergangenheit schon mal angegriffen. Also Herr Ganser, ist dieses Gespräch für Sie der Beweis, dass der Westen im dem Fall Deutschland, Großbritannien und die USA direkte Kriegspartei sind? Ich bin schon der Meinung, dass der ganze Krieg mit einem Putsch der USA begonnen hat. Also 2014, natürlich waren auch Rechtsradikale in der Ukraine daran beteiligt, aber die entscheidende Entwicklung historisch gesehen für mich war, dass der Westen die NATO-Osterweiterung gemacht hat mit Polen, mit Ungarn, mit Estland, Lettland, Litauen, mit Rumänien, mit Bulgaren, mit Slowakei, Slowenien und so weiter. Also die Idee, einfach die NATO weiter auszudehnen, weil das war der erste Schritt. Und dann kam man eben 2008 auf dem NATO-Gipfel in Rumänien, in Bukarest, hat man gesagt, man möchte auch die Ukraine in die NATO hineinziehen. Das wurde auch öffentlich gesagt, das war damals noch Präsident Bush in seinem letzten Amtsjahr, also US-Präsident. Und das hat man dann wirklich verfolgt. Also das war nicht nur eine Erklärung, sondern das hat man umgesetzt und man hat 2014 eben Präsident Janukowitsch gestürzt in der Ukraine. Und das heißt, da habe ich einen ganz anderen Blick als ARD, ORF und SRF. Weil ARD, ORF und SRF, also SRF ist das Schweizer Fernsehen, also ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist. ORF, das sind die Österreicher, ARD kennt ihr ja hier, und ZDF. Das heißt, das sind so ein bisschen die Leitmedien, weil viele ja einfach noch irgendwie so vor dem Fernseher sitzen, was natürlich eine einseitige Perspektive ist. Aber die sagen immer, der Krieg hat 2022 mit der russischen Invasion angefangen. Ich sage immer, die russische Invasion vom 24. Februar 2022 ist illegal, weil es ist ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot. Aber der Krieg hat mit dem Putsch vom 20. Februar 2014 angefangen. Und das heißt, und der ist auch illegal.
Das heißt, Obama, US-Präsident Obama und Joe Biden, der war Vizepräsident, haben mit Victoria Nuland zusammen diesen Putsch gemacht. Und wenn Sie fragen, sehe ich das als eine westliche Intervention? Ja klar, das ist Beteiligung. Und der Westen versucht immer zu sagen, na, wir sind nicht beteiligt, aber es werden ja auch ukrainische Soldaten in Deutschland auf amerikanischen Militär Truppen. Wie gesagt, bei diesem Putsch, da bin ich inhaltlich vollkommen bei Daniele Ganser, aber da würde ich gerne mal eine Diskussion zwischen ihm und einem Forscher aus dem Mainstream sehen, der das eben anders verkaufen will, der beispielsweise behauptet, die Bevölkerung hätte da eine demokratische Revolution veranstaltet. Also diesen ganzen Propagandaschwachsinn, irgendein Professor, der den behauptet und der diskutiert dann mit Daniele Ganser. Das würde ich gerne mal sehen. An der Stelle noch eine kurze Ergänzung. All jene, die meinen Stream nicht nur über Twitch verfolgen, sondern auch über Kick. Also ich sehe gerade, das ist eine einzige Person, die mir gerade über Kick zuschaut, aber das streame ich ja auch immer parallel, eben um ein bisschen unabhängiger von Twitch zu sein. Da könnt ihr jetzt auch Chatnachrichten senden. Ich hatte das ausgestellt, aber das ist, glaube ich, ein bisschen übervorsichtig gewesen. Ich meine, ich kann ja auch nebenbei auf den Kick-Chat achten und da dann entsprechend Moderatoren ernennen. Das müsste ja auch klappen. Also deswegen, ihr könnt mir auch gerne bei Kick anstatt bei Twitch zuschauen. Ihr müsst mir nur da auch folgen. Also das nochmal eine kurze Ergänzung an dieser Stelle für alle, die sich diesen Stream hier anschauen. Letzten ausgebildet. Also wir haben auf jeden Fall eine Beteiligung von Deutschland an diesem Krieg. Und die deutsche Regierung hat dann den wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages immer wieder gefragt oder Parlamentarier haben gesagt, ja, sind wir jetzt schon Kriegspartei oder nicht? Und da hat man einfach immer versucht, also Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sagt immer, nein, nein, wir sind nicht Kriegspartei, wir sind nicht Kriegspartei, wir sind nicht Kriegspartei. Aber letzten Endes ist es immer eine Frage, wie beurteilen das die Russen? Und die Russen sagen ganz klar, die Amerikaner führen einen Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Und das sehe ich auch so. Also es ist ein Stellvertreterkrieg der Amerikaner. Und das bedeutet, um das nochmal aufzunehmen, was Sie angesprochen haben, auch die Briten und die Franzosen sind natürlich verdeckt in der Ukraine präsent. Das heißt nicht offiziell mit französischen Soldaten und mit britischen Soldaten, aber es wird ja auch Kommunikation abgehört. Und die Kommunikation, es wird immer abgehört, das gehört zu jedem Krieg, aber die Kommunikation, die abgehört wird, müsste eigentlich nur Russisch sein und Ukrainisch. Das wären dann, also in der Ukraine wird ja Ukrainisch und Russisch gesprochen, die Russen sprechen Russisch, Ende. Das müsste es eigentlich sein. Aber da hört man Englisch, da hört man Deutsch, da hört man Französisch. Das beantwortet die Frage. Also es ist schon jetzt ein internationaler Konflikt und die Gefahr ist, dass dieser Konflikt weiter eskaliert. Und ich glaube, das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind schon ziemlich tief im Sumpf. Man kann immer noch tiefer, man kann natürlich einen Krieg über ganz Europa, man kann den Krieg, ich möchte es vielleicht so sagen, ein Krieg ist wie ein Krebsgeschwür. Und der kann immer Metastasen bilden. Und plötzlich ist da noch eine Metastase. Und dann wird Nord Stream gesprengt und Norwegen ist noch involviert. Und meiner Meinung nach haben die USA Nord Stream gesprengt. Dann ist aber innerhalb der NATO sind ja da Norwegen und die USA und Deutschland sind eigentlich Waffenbrüder. Oder wo sind die ganzen, wo wir schon bei diesen Metastasen sind, wo sind die ganzen Waffen hingekommen, die wir in die Ukraine geliefert haben? Also die das Pentagon hat bei 59% der amerikanischen Waffen, die in die Ukraine geliefert wurden, keine Ahnung, wo die sich aktuell befinden. Die treiben sich irgendwo auf den Schwarzmärkten dieser Welt umher und werden auf irgendwelchen Konflikten im globalen Süden, in Afrika, im arabischen Raum auftauchen und dort für sehr viel Leid sorgen. Modernste westliche Waffen, die wir in die Ukraine geliefert haben und die dort von komplett korrupten Strukturen unter der Hand weiterverkauft wurden. Also was relativ logisch ist, wenn man Waffen im Wert von Milliarden Dollar auf eine der korruptesten Verwaltungen Europas wirft, dann werden sich da sehr viel, also da werden sehr viele Leute da diese einmalige Chance nutzen, um sich selbst zu bereichern. Das konnte man vorher eigentlich schon absehen. Kämpfen die sich untereinander auch noch? Und dann kann auch in Russland, oder? Kann eine Konterrevolution kommen, dass ein Teil der Armee Richtung Moskau marschiert und dann plötzlich kann aber auch im Gaza-Krieg kann es passieren, dann, dass die Hisbollah vom Libanon
sozusagen dann Israel beschießt und dann sagt Israel, ja, wenn ihr uns beschießt, dann beschießen wir den Libanon und dann im Irak sagen die Iraker, ja, hier hat es amerikanische Militärbasen, dann beschießen wir die. Dann findet man heraus, da sind aber auch noch deutsche Militärbasen im Irak. Dann denkt man sich, warum sind da überhaupt Deutsche im Irak? Dann sagt man, ja, das ist halt, die sind dort, weil die den Terror bekämpfen und dann gehen die Amerikaner rein und dann beschießen die Houthis die Amerikaner und die Amerikaner beschießen dann die Houthis und dann sagen die Iraner, wenn ihr da die Houthis beschießt, dann... Wissen Sie, Herr von Witzleben, man kann immer die Dinge in die Eskalation hineinstoßen. Und der einzelne Mensch... Genau darum geht es bei dem Krieg gegen die Houthis. Es ist den USA und Großbritannien und ihren anderen Kumpanen, die da mitbomben, völlig klar, dass sie die Houthis militärisch nicht entscheidend schwächen. Sondern es geht nur darum, eine weitere Front gegen den Iran zu eröffnen. Es geht darum, einen weiteren Eskalationsschritt gegenüber Teheran zu vollbringen. Es geht darum, den Iran zu provozieren. Es geht überhaupt nicht darum, hier im Jemen eine militärische Veränderung zu erreichen, was man durch Luftschläge allein sowieso nicht tun wird. Saudi-Arabien bombt da seit 2015 und das vollkommen ohne Erfolg. Die Houthis kontrollieren weiterhin alle jemenitischen Ministerien und ja, ungefähr Gebiete, auf denen 3/4 der jemenitischen Bevölkerung leben. Also die Houthis haben diesen Bürgerkrieg de facto gewonnen. Dieser Konflikt wurde auch schon eingefroren und die USA und Großbritannien nutzen das jetzt, um eine weitere Front gegen den Iran eröffnen zu können. Denkt immer, ich habe es unter Kontrolle. Aber es ist schwer zu kontrollieren. Also Sturmhaube, dass die USA und Großbritannien im Ersten Weltkrieg eine große Propagandakampagne gefahren haben, vor allem gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung, ja, damals wenige Unbeteiligte, Dritte, gegenüber denen sie sich rechtfertigen mussten, das ist gut erforscht und gut bekannt, vor allem in der Linken. Soweit ich informiert bin, ich weiß nicht, auf wen du dich da jetzt konkret beziehst. Der einzige Weg, den man kontrolliert, ist der, dass man sich mäßigt, dass man sagt, es sind Fehler passiert, aber man kann die Fehler korrigieren, indem man sagt, okay, wir hören auf, wir gehen auseinander. Und das ist in der Konfliktforschung bekannt. Also wenn Hooligans in einem Stadion, wir müssen jetzt nicht USA und Russland oder Iran und Israel nehmen, wenn Hooligans in einem Stadion aufeinander losgehen, dann geht die Polizei ja nicht hin und sagt, schauen wir uns beide Gruppen an, entscheiden uns für eine und bewaffnen die noch mit Raketenwerfern oder Flammenwerfern zum Beispiel. Nie, sondern es ist immer das Gleiche. Sie sagt, geht auseinander und dann wird entwaffnet. Und dann werden die Leute beruhigt. Das ist immer, das macht auch ein Lehrer in der Schule, wenn da zwei Jungs sich schlagen, dann nimmt man die auseinander. Das ist auch im Sport so, da gibt es die rote Karte und einer geht weg. Also überall das, was wir ja kennen, wird immer gesagt, nein, nicht in die Gewalt. Ja. Und was wirklich erstaunlich ist, dass jetzt in Deutschland ein Diskurs ist von, na doch, wir sollten ein bisschen noch tiefer in die Gewalt gehen. Ich kann wirklich davon. Ja, weil wir uns, also den Unterschied, den kann ich relativ leicht tatsächlich erklären, auch wenn man das jetzt mal moralisch betrachtet, bei innerstaatlichen Konflikten, da haben wir eine höchste Gewalt, nämlich den Staat, der die Lage befrieden will, der eben sein Gewaltmonopol aufrechterhalten und durchsetzen will. Und der ist natürlich daran interessiert, dass es innerstaatlich nicht zu schwereren Konflikten kommt. Also es wäre idiotisch, Konflikte anzuheizen, die das staatliche Gewaltmonopol irgendwie in Frage stellen. Aber bei Konflikten zwischen Staaten, da sind wir auf der Ebene höchster Gewalt. Da gibt es ja keine höhere Gewalt, die irgendwie ein Interesse daran haben könnte, diesen Konflikt zu befrieden. Da müssen die Staaten von selbst, also Frieden wollen, sonst kommt es halt zu keinem Frieden. Also das ist ja der Unterschied. Bei innerstaatlichen Konflikten gibt es eine höhere Gewalt, bei zwischenstaatlichen Konflikten eben nicht. Davon abhauen. Ja, die Gewaltspirale, sie nimmt immer weiter zu. Genau. Und man hat wirklich den Eindruck, jetzt auch, wir haben ja gerade schon über Macron gesprochen, über seine Aussage, dass er womöglich, dass man auch über NATO-Bodentruppen sprechen muss. Das ist ja genau das, was Sie gerade beschreiben, dass man eben die eine Partei weiter stärker macht und noch ausrüstet. Darum ist Macron für mich ein Kriegstreiber. Ja. Aber warum jetzt ausgerechnet Macron? Weil er war ja im Grunde genommen auch einer, der immer noch das Gespräch zu Putin gesucht hat. Und jetzt ist er der vorderste Kriegstreiber. Das ist wahrscheinlich dann auch viel Spekulation, aber es kommt ja zu einem... Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich sage nur, Boris Johnson zum Beispiel war britischer Premierminister und er hat eigentlich dann die Gespräche in Istanbul, die Friedensgespräche verhindert. Also Sturmhaube, es ist jetzt gerade ein bisschen blöd, da wir hier auf ein Video reagieren, wo es nicht um das Thema geht, aber
Deutschland hätte Österreich-Ungarn damals nicht vollkommene Unterstützung auf dem Balkan zusichern dürfen. Also Deutschland hätte sich da möglichst entweder neutral verhalten sollen oder seinen Verbündeten zurückpfeifen sollen. Und es hätte sich nicht in Feindschaft zu Russland begeben dürfen. Also das war, glaube ich, der größte Fehler der deutschen Außenpolitik, dass man ja sich nicht mit Russland gut gestellt hat. Also Das ist auch ein Kriegstreiber. Und dann Joe Biden ist auch ein Kriegstreiber, liefert Waffen an Netanyahu, liefert Waffen an Zelensky. Also es sind leider viele Kriegstreiber da. Und man kann nicht sagen, sie sind nur in Frankreich oder sie sind nur in Deutschland. In Deutschland, die größte Kriegstreiberin in Deutschland, die mir sehr auffällt, ist Strack-Zimmermann von der FDP. Aber auch CDU. Direkt gefolgt von Herrn Kiesewetter. Kiesewetter und auch Merz von der CDU. Also das sind, es sind leider, das müssen die Menschen verstehen, dass diese Kriegstreiber real sind. Und an ihren Worten werdet ihr sie erkennen und an ihren Taten. Es ist ja, wenn man den untersucht, wie ist man eigentlich in den Ersten Weltkrieg reingekommen oder wie ist man in den Zweiten Weltkrieg reingekommen oder wie ist der Vietnamkrieg ausgebrochen oder wie ist es eigentlich passiert, dass man Libyen in Schutt und Asche gelegt hat 2011? Ja, wenn ich diese Dossiers anschaue, ist immer das Gleiche. Zuerst sprechen die Kriegstreiber. Und die sagen, man muss Gewalt einsetzen und hier die Waffen. Und die Rüstungsindustrie sagt, ja, sehr gut, hier hast du noch einen Zustupf. Es ist immer das Gleiche. Aber man sollte eben den Kriegstreibern nicht folgen. Interessant ist jetzt ja aber bei dieser Aussage von Macron, dass sie zu einem Zeitpunkt kommt, in dem die ukrainische Militär am Boden liegt. Ist mittlerweile auch in den Mainstream-Medien, in den deutschsprachigen angekommen, dass wahrscheinlich dieser Krieg nicht gewonnen werden kann von ukrainischer Seite aus. Und genau zu diesem Zeitpunkt sagt Macron, wir müssen Bodentruppen da in das Kriegsgebiet schicken oder es darf zumindest nicht mehr ausgeschlossen werden. Also da ist ja der Zeitpunkt doch sehr interessant, wie ich finde. Aber wie sehen Sie denn jetzt, Herr Ganser, auch die Rolle von Deutschland und von Olaf Scholz? Denn es wird jetzt ja immer wieder gesagt oder betont, dass wir hier ja in dieser Hinsicht doch noch Glück haben mit einem deutschen Bundeskanzler, der ja doch zu viel Zurückhaltung aufruft und immer wieder betont, dass wir dort keine Kriegspartei werden dürfen. Also haben wir in Deutschland mit dem Bundeskanzler Scholz da in dem Fall dann doch Glück? Also es kommt halt immer darauf an, wo man die Messlatte legt. Ja? Also ich finde natürlich gut, dass Olaf Scholz sagt, wir schicken keine Bodentruppen in die Ukraine. Und ich bin natürlich überrascht und auch befremdet, dass der Präsident von Frankreich genau das sagt, dass er das tun will. Er hat es aber auch noch nicht gemacht. Das ist jetzt einfach ein Krieg der Worte. Aber ich bin auf der anderen Seite von Olaf Scholz auch völlig enttäuscht, weil er hat zum Beispiel den Terroranschlag auf die Nord Stream Pipelines nicht aufgeklärt. Und er hat sich immer wieder sozusagen dem amerikanischen Druck auch gebeugt. Die Amerikaner gesagt haben, Deutschland soll jetzt Leopard-Panzer liefern, oder? Hat er zuerst gesagt, nein, ich will nicht, das ist eine rote Linie und dann bricht er wieder. Also es ist jetzt auch keine Person, in der ich viel Vertrauen habe. Aber zumindest muss man ihm jetzt zugutehalten, dass er in der Frage um Taurus-Lieferungen doch noch eher zurückhaltend ist. Also in dieser Hinsicht kann man er sagt wieder, es ist eine rote Linie, nur das ist halt jemand, der gesagt hat, hier ist eine rote Linie und dann ist er darüber gegangen. Jetzt sagt er, Taurus ist eine rote Linie, aber dann kommt ja immer das Gleiche, dann kommt Strack-Zimmer am Hand und dann kommen die anderen und dann kommt Merz oder, von der CDU und sagt, ja, der Kanzler zögert. Der zögert. Wenn man nicht in den Krieg geht, ist das kein Zögern. Sondern das ist richtig, er deeskaliert. Also man muss eben schauen, der Informationskrieg läuft mit den Worten, oder? Man denkt dann, Zögern ist etwas Schlechtes, wenn man sagen würde, der Kanzler deeskaliert, das müsste man schreiben. Dann würden die meisten denken, ah, das ist eigentlich noch gut, dass er deeskaliert. Aber was glauben Sie denn, wie weit werden diese Kriegstreiber jetzt gehen? Also weil man sieht ja im Zuge dieser Eskalation, die Sie jetzt ja auch schon richtig dargestellt haben, am Anfang haben wir Helme geliefert, Munition, dann irgendwann jetzt knapp vor einem Jahr hieß es, wir liefern auch den Leopard, die Panzer und jetzt mittlerweile reden wir über NATO-Bodentruppen. Glauben Sie wirklich, dass die da am Ende womöglich Bodentruppen in dieses Kriegsgebiet hineinschicken will? Also Sie meinen offiziell angeschrieben, weil es gibt immer die verdeckte
Technik, dass man eigentlich amerikanische oder britische oder französische Special Forces, also das sind eigentlich nicht markierte Kämpfer, in ein Gebiet reinschickt. Das macht man auf jeden Fall. Ja, die sind ja sowieso schon vor Ort. Genau, das wissen wir ja auch dank dieses abgehörten Gespräches. Die sind da. Ja. Aber das ist etwas anderes, weil die sind eigentlich offiziell nicht da. Mhm. Und die sind auch nicht große Kampfverbände, sondern das sind Spezialeinheiten, die immer eigentlich hinter feindlichen Linien, die haben zum Beispiel, bevor man Libyen bombardiert hat, 2011, sind die SAS, das sind die Special Air Services, sind die Briten oder die Green Berets von den Amerikanern oder CIA oder MI6, also die Geheimdienste und die Spezialeinheiten sind schon in Benghazi gelandet und haben dort die Gegner von Gaddafi aufgerüstet, um eigentlich das Chaos in Libyen zu erzeugen. Und dann hat man gesagt, Gaddafi kämpft seine Landleute. Man hat nicht gesagt, und diese Landleute haben wir zuerst aufgerüstet. Mhm. Klingt ja fast so, als wäre Libyen von Anfang an ein westlicher Regime-Change gewesen. Als hätte man da extra Chaos geschürt, marschieren zu können. Also das gleiche Spielchen, was man dann später in Syrien treiben wollte, was dann aber zum Glück nicht funktioniert hat. Also, es klingt so, als wäre das immer ein ziemlich ähnliches Schema. Oder im Kosovo-Krieg hat man die UCK oder KLA, also das sind die Albaner aufgerüstet gegen die Serben. Das waren auch die SAS, ging da zuerst rein. Das ist aus dem Bereich verdeckte Kriegsführung. Und da habe ich eigentlich sehr viel dazu geforscht im Rahmen Operation Gladio, NATO Geheimarmee, war meine Doktorarbeit. Aber diese Ebene der verdeckten Kriegsführung läuft immer. Mhm. Die andere Ebene der Informationskriegsführung, die läuft auch immer. Also zum Beispiel ARD nicht den Anfang des Ukraine-Kriegs auf das Jahr 2014 richtig datiert mit dem Putsch, sondern auf 2022. Das ist auch typisch. Das macht auch SRF in der Schweiz. Mhm. Und das, was Sie jetzt als Drittes fragen, ja, könnte es dann sein, dass man offiziell NATO-Truppen reinführt in die Ukraine? Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich bin nur jemand, der jetzt beobachtet und sagt, das wäre verheerend. Ich würde tatsächlich sagen, das hängt vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab. Wenn die Ukraine es mit eigenen Soldaten schafft, den Frontverlauf stabil zu halten, dann wird man nicht weiter eskalieren. Wenn eine Niederlage droht, dann werden die Europäer vielleicht tatsächlich so blöd sein und ihre eigenen Truppen dort verheizen. Also das hängt vollkommen vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab. Man weiß, dass man nicht gewinnen kann. Man weiß, dass Russland keinen Sieg zulassen wird. Man weiß, dass man Russland hier aber langfristig schwächen kann, je länger man diesen Krieg am Laufen hält. Und deswegen hält man ihn am Laufen. Da sterben schließlich nur Soldaten eines Nicht-NATO-Landes, dessen Zukunft unklar ist, das wahrscheinlich in Zukunft neutral sein wird, wenn es dann irgendwann einen Frieden geben wird. Das heißt, wenn man da jetzt noch ordentlich Soldaten verheizt, dann ist das für die NATO völlig irrelevant, da die Ukraine, wie gesagt, sehr, sehr wahrscheinlich auch in Zukunft kein NATO-Land sein wird und dementsprechend auch nicht zu den militärischen Kapazitäten der NATO beitragen wird. Deswegen kann man aus diesem Land jetzt noch an militärischer Abnutzmasse rausholen, was rauszuholen ist. Und was danach kommt, das sieht man dann. Das darf man auf keinen Fall tun. Mhm. Ja klar, Sie sind Historiker. Ich weiß nicht, was im nächsten Jahr passiert. Sie brauchen Ihre Zeit, um die... Ich weiß. Also auch der Nahe Osten wäre heute wahrscheinlich deutlich friedlicher, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte. Also... Kommt darauf an, ob wir dann nicht weitere Konflikte gesehen hätten oder ob wir dann langsam in eine friedlichere, multipolare Welt gegangen wären. Aber diese multipolare Welt, die kommt ja jetzt mit 100 Jahren Verzögerung und einem Deutschland, was bis heute keine eigene Position entwickeln kann. Also wirtschaftlich ist Deutschland ja heute noch ein mächtiges Land, aber ja, politisch ist es ausführender Arm amerikanischer Geopolitik. Und ja, hoffen wir beide, glaube ich, also aus unterschiedlichen Perspektiven, dass sich das in Zukunft ändern möge. Aber ja, bringt, glaube ich, auch nicht mehr viel dem, da jetzt zu überlegen, was gewesen wäre. Aber dass die Briten und die Amerikaner mit ihrer Neuaufteilungspolitik der Welt nach dem Ersten Weltkrieg sehr viel Schaden angerichtet haben, das kann man, glaube ich, sehr einfach konstatieren. Die Dinge zu analysieren und das ist auch gut so. Ja. Aber dennoch ist es weiterhin ja hochbrisant, was da unten so passiert. Und vielleicht noch eine abschließende Frage jetzt zur Ukraine, was ich eben beobachtet habe. Es hieß jetzt immer lange Zeit, die Ukraine muss gewinnen. Und jetzt ist es das neue Framing, Russland darf nicht gewinnen.
das gehört wahrscheinlich einfach nur zu diesem Framing mit dazu, oder? Da muss also man im Krieg gibt es eh keine Gewinner. Also ja, wer hat denn gewonnen, wenn die einen haben ihre Toten begraben, die anderen haben ihre Toten begraben, die Leute haben kein Bein mehr, sind traumatisiert. Also auch diese ganze Idee von Gewinnen, ja, die muss man ja auch nach. Ja, die Bevölkerung, die gewinnt natürlich nicht, aber geostrategisch gewinnt dann zumindest die Elite des Landes, dass seine Position verbessern konnte. Denken. Also im Fußball bin ich völlig einverstanden, kann man von einem Gewinner sprechen. Eben wenn ein Fußballteam 3 Tore macht und das andere macht 1 Tor, dann ist das ein Sieg. Das stimmt. Aber in einem Krieg verlieren immer sozusagen beide Gruppen, weil sie verlieren sehr viele Menschen. Wie gesagt, dieses vom Gewinnen, das ist sehr zynisch, wenn man von einem Krieg redet, wo sehr viele 100.000 Menschen sterben. Und wie gesagt, die Bevölkerung, die gewinnt nicht. Das ist immer nur eine kleine Elite. Aber hier geht es halt um Macht. Und das Land, was seine Macht steigern konnte, da gewinnt halt die entsprechende Elite. Ihr fragt gerade einer im Chat, wieso die Amerikaner, die hatten keine Kolonien. Das ist erstens falsch. Die Amerikaner hatten auch Kolonien. Also jetzt nach dem Ersten Weltkrieg haben sie sich keine neuen Kolonien einverleibt, aber die hatten auch welche. Denk an die Philippinen, denk an Kuba, also die Amerikaner, die haben sich nach dem Amerikanisch-Spanischen Krieg um das Jahr 1900 einige Kolonien einverleibt. Also stimmt erstmal so nicht. Und zweitens kannst du auch dir einen Großraum erschließen, also einen sehr großen Raum von Ländern unter deiner politischen Kontrolle halten, ohne sie als direkte Kolonien zu halten. Also Du musst die Länder ja nicht komplett besetzen, um dort über die Politik zu bestimmen. Also die Sowjetunion, die hatte ja auch keine Kolonien. Und trotzdem konnten Länder wie Polen, wie Ungarn, wie Rumänien, wie Bulgarien keine eigenständige Außenpolitik machen. Und selbst Finnland war ja zur Neutralität gezwungen worden, selbst Österreich. Also du kannst auch Länder in deinem, okay, Finnland und Österreich waren jetzt neutrale Staaten, aber wie gesagt, Polen, die DDR, Rumänien, Bulgarien, die gehörten alle zum sowjetischen Großraum. Es waren keine Kolonien. Es waren einfach nur Länder, denen die eigene Außenpolitik mehr oder weniger untersagt war. Und das gibt es natürlich auch bei den USA. Nein, Polen war kein Teil der UdSSR. Es gab keine polnische Sowjetrepublik. Polen war ein unabhängiger Staat. Haben danach Traumatisierte. Die einzigen, die gewinnen, das ist eigentlich die Rüstungsindustrie. Darum sage ich, die Besitzer der Rüstung. Wie gesagt, die USA haben natürlich kleine Kolonien überall gehabt. Denkt beispielsweise an die Panama-Kanalzone. Die war sehr lange US-amerikanische Kolonie. Puerto Rico ist heute noch eine US-amerikanische Kolonie. Also sogar sich heute nicht von allen Kolonialgebieten getrennt. Industrie, die müssten an die Front, also BlackRock und Vanguard und State Street, das sind die großen Investoren oder die Chefs von Boeing oder Raytheon oder Rheinmetall, wenn die an die Front gingen, dann wäre der Krieg schnell vorbei, weil das sind die älteren Männer und die haben keine Lust, dass sie erschossen werden. Mhm. Und die schicken die jungen Männer. Mhm. Und die jungen Männer haben keine Ahnung oder sind unter Druck, die müssen dann gehen. Aber die kennen sich gar nicht. Das finde ich das verrückt. Also wenn der amerikanische Soldat 2003 in den Irak einmarschiert und dort einen Iraker erschießt, der kennt den vorher nicht. Oder der deutsche Soldat, der in Afghanistan stationiert, der hat kein persönliches Problem mit irgendeinem Afghanen, weil er überhaupt keinen Afghanen kennt. Oder der französische Soldat, der Libyen bombardiert, kennt die Libyen gar nicht. Also das ist wirklich eigentlich das Verbrecherische an der ganzen Sache. Es werden Leute in Kriege geschickt, also auch die Russen, ja, die werden ja geschickt. Ja, aber die können nicht einfach sagen, na, ich habe keine Lust zu gehen, oder? Die werden dann geschickt und müssen Leute erschießen. Ja, haben sie ein Problem mit der Person, die sie erschießt? Nein, sie kennen sie nicht. Und wir sind da schon in einem Zeitalter des Wahnsinns und diejenigen, die es aufdecken, wie Julian Assange, werden eingesperrt. Also ich kann schon verstehen, dass die Menschen manchmal sagen, das ist eigentlich der falsche Weg für das 21. Jahrhundert, weil das ist jetzt das 21. Jahrhundert. Und um dieses 21. Jahrhundert zu gestalten, haben wir viele Möglichkeiten. Also wir sind als Menschen, sind wir sehr kreative Menschen. Wir sind zu ganz vielem fähig. Wir können eine Orgel bauen oder wir können eine Kathedrale bauen oder wir können Energie produzieren. Heute können alle warm duschen. Ich meine, das kannte man im Mittelalter nicht. Wir können U-Boot bauen. Wir können vieles tun, oder?
können Sprachen lernen, Chinesisch lernen, Russisch lernen, Portugiesisch lernen. Also der Mensch ist ein sehr interessantes Wesen. Mhm. Und ich möchte vielleicht einordnen, diejenigen, die sich gegenseitig töten, das ist nur 1% von der Weltbevölkerung, wenn überhaupt. 99% tötet sich nicht. Mhm. Also wir sind gar nicht so gewalttätig. Es ist einfach dieses 1%. Es ist eigentlich weniger als 1%. Also 1% der Weltbevölkerung wäre 80 Millionen. Und wenn Sie alle Ukrainer und Russen nehmen, noch die amerikanischen Spezialeinheiten und dann noch alle israelischen Truppen und die ganzen Hamas-Kämpfer und auch noch die Houthis können Sie auch noch dazu zählen, das sind keine 80 Millionen. Mhm. Also sind wir ja bei weniger als 1%, die sich tötet. Mhm. Aber das Phänomen ist so, dass die anderen 99% am Smartphone sind und denken, warum erschießen sich die? Und dann sind die völlig blockiert. Ja, und einer dieser Menschen, der sich jetzt auch kürzlich kritisch geäußert hat, das war der Papst. Er hat zu Friedensverhandlungen aufgerufen. Er meinte, man solle die weiße Flagge hissen. Er wurde daraufhin von der Tagesschau in die Nähe eines Nationalsozialisten gerückt. Es haben sich auch... What? Also den Artikel von der Tagesschau, den würde ich gerne sehen. Das ist ja wirklich krass. Also das finde ich krass. Also bitte seid erstens freundlich im Chat und sagt zweitens, worauf ihr euch bezieht. Zum Beispiel Strack-Zimmermann bei Twitter beschwert über diese Aussagen. Also das war zu erwarten, oder Herr Ganser? Als einfach jeder, der sagt, wir sollten uns nicht töten, wird als Nazi beschimpft. Ja. Oder als, das zeigt ja schon den Wahnsinn. Ja. Also ich finde es ausgezeichnet, dass der Papst, und ich bin kein Katholik, ich bin auch nicht jetzt bekannt, dass ich den Papst immer lobe, aber in diesem Fall muss ich den Papst loben. Er hat gesagt, hiss die weiße Flagge, das war auch im Gespräch, ist die Aussage entstanden, aber er hat einfach gesagt, tötet euch nicht. Mhm. Und diese Aussage, du sollst nicht töten, ist eine grundrichtige Aussage. Auch die Aussage, nie wieder Krieg. Diese Aussagen bleiben richtig, wenn man jetzt durchrechnet, okay, komm, wir eskalieren die ganze Sache. Und zwar im Gazastreifen wie in der Ukraine. Wäre ja möglich. Ich spekuliere jetzt nicht. Aber wir könnten jetzt sagen, gegen zweite Hälfte 24 und im 2025 eskalieren wir mal. Und dann lassen wir es mal richtig rattern. Und dann sind vielleicht 50 Millionen tot. Mhm. Was dann? Dann ist wieder der gleiche Punkt. Mhm. Friedensverhandlung und nicht töten. Das heißt, am Schluss kommen wir sowieso dort an. Und dann ist halt immer die... Ja, in der Ukraine vor allem steht aktuell alles noch auf Kompromissfrieden. Also wenn die Ukraine jetzt verhandeln würde, dann wäre ein Kompromissfrieden mit Russland möglich und die Ukraine könnte den Großteil ihres Staatsgebietes behalten. Sie müsste sich halt nur für neutral erklären. Das ist das größte Zugeständnis, zu dem sie bisher nicht bereit war. Je länger man wartet, desto mehr wird sich die Verhandlungsposition der Ukraine aller Wahrscheinlichkeit nach verschlechtern. Eben weil sie erstmal nicht genug junge Männer hat und zweitens nicht genug junge Männer, die kämpfen wollen. Also es gibt ja mittlerweile zig Videos aus der Ukraine, wo Männer, die eingezogen werden sollen, vor ihren Rekrutierern flüchten. Also wo sie teils geschnappt werden und dann in irgendwelche Vans gezogen werden, also zwangsrekrutiert werden, um dann in Avdiivka oder vor Avdiivka oder vor Chasiv Yar sich der russischen Artillerie entgegenstellen zu müssen. Oder, es haben auch schon zehntausende Männer aus der Ukraine versucht zu fliehen. Es spricht ja alles nicht dafür, dass die Ukrainer so gerne kämpfen wollen. Im Ausland sind, soweit ich richtig informiert bin, rund 600.000 Männer, die eigentlich, wenn sie in der Ukraine wären, eingezogen würden, die aber nicht bereit sind, in die Ukraine zurückzukehren, auf die man auch schon Druck macht, sagt, sie müssten für Ausweisdokumente zurück in die Ukraine kommen, dass man sagt, ja, wenn die da halt nicht kommen, dann beschlagnahmen wir ihr Hab und Gut. Also all solche Sachen, mit denen man versucht, Druck auf diese Leute auszuüben und die kommen nicht zurück in die Ukraine, weil sie nicht kämpfen wollen. Ganz einfach. Und angesichts dessen wird sich die Position der Ukraine wahrscheinlich nicht verbessern, sondern eher verschlechtern, je länger dieser Krieg dauert. Zudem hat die Ukraine einen großen Mangel an Artilleriemunition und solange die westlichen Staaten nicht auf Kriegswirtschaft umstellen, wird sich daran auch nichts ändern. Ich meine, die westlichen Staaten, die
liefern auch schon beispielsweise verbotene Uranmunition oder verbotene Streumunition. Alles Dinge, die die westlichen Staaten nicht liefern, weil sie diese verbotenen Arten von Munition so toll finden, sondern weil sie halt keine andere Munition mehr haben. Und weil sie auch nicht bereit sind, komplett auf Kriegswirtschaft umzustellen, weil sie dann ihre eigene Bevölkerung noch mehr abverlangen müssten. Und man auch im Westen langsam merkt, dass die Bevölkerung keine Lust mehr auf diesen Krieg hat. Dass die Bevölkerung nicht noch Lust hat, noch mehr, noch höhere Preise in Kauf zu nehmen, nicht bereit ist, noch mehr wirtschaftliche Einbußen in Kauf zu nehmen. Ich meine, die Reallöhne sind beispielsweise in Deutschland allein 2022 um 4% gesunken. Und wenn die deutsche Regierung jetzt noch mehr Krieg ausgibt, dann die Schuldenbremse einhält und in anderen Bereichen noch weiter kürzt, dann könnte es tatsächlich sein, dass selbst die Deutschen große Proteste sind in Deutschland tatsächlich relativ unwahrscheinlich. Die Deutschen lassen sich alles gefallen. Aber dass sie zumindest bei der nächsten Wahl die Kreuzchen an der falschen Stelle machen. Ich meine, die Ampelparteien, die stürzen ja in allen Umfragen gerade so ziemlich ab. Und wenn sich die wirtschaftliche Lage noch weiter verschlechtert, weil wir auf Kriegswirtschaft setzen und dabei noch die Schuldenbremse einhalten, dann ja, könnte es sein, dass dieser Absturz noch weitergeht und das will man vermeiden. Deswegen versucht man, diesen Krieg nicht noch weiter zu eskalieren. Wahrscheinlich, weil man da den Widerstand der eigenen Bevölkerung fürchtet. Und deswegen wird man wahrscheinlich auch keine eigenen Truppen in die Ukraine entsenden. Aber wie gesagt, wenn sich die Lage der Ukraine zusätzlich verschlechtert, dann sind weitere Eskalationsschritte nicht ausgeschlossen. Dann könnte es sein, dass man sich dann plötzlich Dinge traut, vor denen man jetzt vor allem aus Angst vor Widerstand in der eigenen Bevölkerung doch zurückschreckt. Die Frage, wie viel Leiden wird vorher erzeugt? Also auch der Koreakrieg hat ja dann irgendwann geendet, auch der Vietnamkrieg hat irgendwann geendet, auch der Zweite Weltkrieg hat irgendwann geendet. Nur es ist ja nicht notwendig, dass wir eine maximale Zerstörung anrichten. Mhm. Darum, der Papst hat recht. Alle Seiten sollten die weiße Flagge sein. Herr Ganser, wenn wir jetzt den geopolitischen Blick ein wenig weiten und in die USA schauen, dort finden dieses Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Der 5. November soll laut Donald Trump in die Geschichte dieses Landes eingehen, denn laut ihm herrscht dort der schlechteste Präsident der US-Geschichte. Jetzt, wenn wir uns mit den USA beschäftigen, und das haben Sie sehr viel gemacht, Sie nennen die USA ein Imperium, dann sehen wir ja, dass dieses Imperium so langsam, aber sicher sich dem Ende zuneigt. Die Vorherrschaft der USA scheint dem Ende zuzugehen. Viele Experten, Analysten sprechen derzeit von der Entdollarisierung im Zuge des Gaza-Konfliktes. Sind historische Entwicklungen vor Ort zu beobachten. Saudi-Arabien zum Beispiel, der was lange Zeit womöglich der wichtigste Partner war, ist jetzt Teil der BRICS-Staaten geworden. Und generell ist das Entstehen der BRICS-Staaten und das Entstehen der multipolaren Weltordnung ein Zeichen dafür, dass das Imperium, die Vorherrschaft des Imperiums der USA womöglich an ein Ende gekommen ist. Wie sehen Sie das denn als Historiker? Sehen Sie das auch so, dass wir hier gerade die letzten Atemzüge dieses US-Imperiums sehen? Also man weiß es nie, wann es die letzten Atemzüge sind. Aber für mich ist sicher so, dass das amerikanische Imperium eine Realität ist. Und da darf man nicht sagen, die amerikanischen Bürger wollen diese Kriege, sondern es ist eine kleine Klientel aus Firmen und Regierungen, Regierungsmitglieder, die an diesen Kriegen interessiert ist. Wie in Deutschland, das ist eigentlich, die Regierung ist das eine und die Rüstungskonzerne und die Medien und die Bevölkerung ist das andere. Und fast so, als ob unsere tollen westlichen Demokratien wirklich so ganz demokratisch wären. Also das ist natürlich eine böse, böse Verschwörungstheorie, wie ja auch gerade einige im Chat, einige, die so eine leichte Antipathie zu Daniele Ganser haben, aber nicht genau schreiben, worauf sie sich beziehen. Also nicht genau schreiben, was jetzt ihr Problem ist. Die einfach nur sagen, das sei Geschwurbel, aber ohne zu sagen, worauf sie sich beziehen. Ich meine, ihr könnt ja mal sachlich schreiben, wieso hat Daniele Ganser mit seiner Analyse zu Ukraine Unrecht? Oder selbst wenn es hier nicht Thema ist, wieso hat er mit seinen anderen Analysen Unrecht? Aber hier kommen immer nur so allgemeine Phrasen, die man wahrscheinlich in den Mainstream-Medien irgendwo aufgeschnappt hat, aus irgendeinem Hetzartikel aus der Tagesschau. Ich meine, da gab es ja auch mal einen. Oder aus so fürchterlichen Beiträgen wie der vom NDR, also wo Daniele Ganser wirklich übelste Sachen unterstellt werden, ohne dass da Argumente kommen. Und genau das sehe ich hier gerade in meinem Chat. Das ist furchtbar. Ich meine, der Mann argumentiert sehr gemäßigt. Der hat sich hier für überhaupt keine radikalen politischen Ansichten ausgesprochen. Und die sachlichen Punkte, mit denen er argumentiert, die sind auch relativ klar. Da kann man doch mal klar sagen, nee, das sehe ich anders.
dieses amerikanische Imperium ist sicher in der Krise. Also das kann man sicher sagen, weil es ist einerseits eine militärische Krise. Man hat den Vietnamkrieg verloren, 1975. Und dann hat man jetzt auch den Afghanistan-Krieg verloren. Der ging ja 2001 bis 2021. Also die ersten 20 Jahre vom 21. Jahrhundert war mal Afghanistan-Krieg. Aber man möchte gar nicht mehr so darüber sprechen, weil man hat ihn verloren. Und danach kommt jetzt der Ukraine-Krieg und es sieht alles danach aus, dass Zelensky diesen Krieg gegen Putin verlieren wird. Und dann sind die Amerikaner auf der Verliererseite. Es ist jetzt noch nicht sicher, aber es sieht danach aus, sage ich mal. Muss mal schauen, wie sich das entwickelt. Und das wäre nach Afghanistan natürlich eine weitere Niederlage. Dann auch in Syrien haben die USA versucht, Präsident Assad zu stürzen. Das ist ihnen nicht gelungen. Ja, aber es sind alles Länder, die die USA in ihren Einflussbereich zu ziehen versucht haben und wo sie dann gescheitert sind. Also Afghanistan war ja 2001 von kontrolliert, heute ist es immer noch in den Taliban kontrolliert. Die USA haben eine Menge militärisches Material, eine Menge Geld verschwendet, aber letztlich hat sich in Afghanistan nichts groß geändert. Also die Herrschaft der Taliban ist heute wesentlich stabiler, als sie noch vor 20 Jahren war, weil es jetzt keine relevante politische Kraft mehr gibt, die sie ablösen könnten. Aber grundsätzlich hat sich in Afghanistan oder in Syrien nichts groß verändert. Also in Syrien, da hat sich sogar die Stellung der Amerikaner eher gestärkt im Vergleich zu 2011. Heute besetzen amerikanische Truppen die wichtigsten Ölquellen. Der NATO-verbündete Türkei hält Teile Syriens besetzt. Im Nordwesten Syriens, da kontrollieren radikale islamistische Milizen weite Gebiete, also in der Gegend um Idlib. Im Nordosten, da kontrollieren die demokratischen Kräfte Syriens große Landesteile. Also Syrien ist heute relativ zersplittert und die USA haben da einen Fuß in der Tür. Das hatten sie 2011 noch nicht. Also sind mit ihrem Ziel, Assad zu stürzen, gescheitert. Aber Syrien ist heute deutlich geschwächter, deutlich gespaltener als noch 2011 und die Amerikaner haben eigene Truppen vor Ort. Also die Position der Amerikaner hat sich eher verbessert. Selbst wenn das insgesamt kein geopolitischer Sieg ist. Sie wollten Assad ja komplett stürzen. Aber ja, es ist nicht so, dass der amerikanische Einflussbereich zurückgedrängt wird. Das sehen wir in großem Maßstab noch nicht. Aber vielleicht am fatalsten ist jetzt der Krieg, den Israel gegen die Palästinenser im Gazastreifen führt, weil hier verlieren die USA sozusagen die moralische. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Daniele Ganser wird das gleich noch weiter ausführen, aber hier steht der Großteil der Welt gegen den Westen. Der Großteil der Welt fordert einen Waffenstillstand. Der Westen, also einige Länder im Westen, vor allem die USA, die stellen sich dagegen und bringen so große Teile der Welt moralisch gegen sich auf. Aber inwieweit das dann im politischen Widerstand mündet, also inwieweit große Teile der Welt dann wirklich sich dauerhaft von den USA abwenden, das ist zweifelhaft. Also die wirtschaftliche Macht der USA, das hat jetzt vor allem, also die größte geopolitische Niederlage der USA, die ist jetzt nicht diese moralische Niederlage in Gaza oder die militärische Niederlage in Syrien oder Afghanistan, sondern es ist die ökonomische Niederlage im Wirtschaftskrieg gegen Russland. Und da haben nicht mal die USA besonders verloren, sondern ihre europäischen Verbündeten. Also Europa stürzt gerade wirtschaftlich ab und Russland steht relativ stabil da. Und das zeigt, wie klein die wirtschaftliche Macht des Westens im Vergleich zu den BRICS-Staaten geworden ist, man ist ja bisher von einer ziemlich absoluten ökonomischen Macht der USA ausgegangen, dass sie in anderen Ländern, wenn sie da Sanktionen verhängen, ziemlich leicht Wirtschaftskrisen auslösen und beenden können. Je nachdem, wie sie ihr Sanktionsregime gerade fahren, das hat man beispielsweise im Iran ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Immer wenn die Sanktionen verschärft wurden, gab es eine schwere Wirtschaftskrise, wenn sie gelockert wurden, gab es ein starkes Wachstum. Da hatte man jetzt gedacht, mit Russland Ähnliches machen zu können, aber die russische Wirtschaft hält sich sehr, sehr stabil und ich glaube, das ist die eigentliche Zeitenwende. Das Scheitern des westlichen Wirtschaftskrieges gegen Russland, überhaupt Leidtragende dieses Scheiterns sind nicht mal die USA selbst, sondern ihre europäischen Verbündeten, die treu doof jede noch so selbstschädigende Maßnahme mittragen, die sich in Washington gerade ausgedacht wird. Die Glaubwürdigkeit, wenn sie denn überhaupt noch eine hatten. Und das sind eigentlich zwei Katastrophen, die sich abspielen für die USA. Die jungen Wähler, Sie haben jetzt gesagt, es kommen Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024, das stimmt. Es gibt eben Joe Biden für die Demokraten, es gibt Donald Trump für die Republikaner und es gibt Robert Kennedy Jr., ein unabhängiger Kandidat, den ich interessant finde. Joe Biden unterstützt ja eben den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu mit Waffen.
Und gerade junge Demokraten in den USA sehen aber gleichzeitig die toten Palästinenser auf ihren Smartphones. Und dann fragen sie, was ist eigentlich mit dem Präsidenten los? Warum bewaffnet er Israel? Und Israel, dann kann man den Jungen nicht sagen, ja, das macht er, weil die Hamas am 7. Oktober 23 1200 Israelis getötet hat. Dann sagen sie nicht, ah ja, gut, dann passt das für mich. Sondern die wenden sich jetzt ab. Und das macht Biden Sorge, weil er will natürlich sozusagen diese Wähler nicht verlieren. Das heißt, was ich damit sagen möchte, das amerikanische Imperium ist auf jeden Fall in der Krise und es entsteht eine multipolare Welt. Mhm. Das ist der Aufstieg der BRICS-Staaten. Mhm. Woran erkennen wir denn jetzt konkret, dass die USA sich in der Krise befinden? Ich hatte es jetzt gerade schon gesagt, Stichwort Entdollarisierung beispielsweise. Man könnte jetzt auch sich über die Ölgeschäfte unterhalten. Wir wissen ja, dass das Öl immer mit die wichtigste Ressource der USA war. Sie haben sich damit auch viel beschäftigt. Und ich habe mich so ein wenig gefragt, wir erinnern uns ja noch an den Ukraine-Krieg. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges sind die Ölpreise in die Höhe geschossen. Und dann ging jetzt der Krieg in Gaza los, wo man ja eigentlich denken könnte, das ist eine Region dort unten, in dem viel Öl gefördert wird, dass dann hier auch die Ölpreise in die Höhe schießen müssten. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Können Sie das einmal erklären? Also wie hängt das da mit zusammen und wie hängt das Ganze dann auch wiederum mit dem Niedergang dieses Imperiums zusammen? Es ist so, da muss man eher auf die Wirtschaft schauen. Und die amerikanische Wirtschaft ist sicher noch, man rechnet ja, wenn man ein Land anschaut, es sind 193 Länder auf der Welt. Deutschland ist ein Land, USA ist ein Land, China ist ein Land. Die Schweiz, wo ich herkomme, ist ein Land. Und dann kann man jedes Land natürlich anschauen und sagen, was ist die Hauptstadt? Das ist schnell erklärt, Washington, Berlin, Paris, Rom, Bern, Moskau. Das ist einfach. Aber was ein bisschen schwierig ist, ist dann, was ist das Land wirtschaftlich? Und da sagt man eigentlich, man nimmt das Bruttoinlandprodukt, das BIP, und da haben ja die USA und China haben das größte BIP. Ist jetzt ein bisschen heikel zu sagen, wer hat wirklich das größte, lassen wir das noch den Amerikanern, aber die Chinesen haben extrem aufgeholten, werden die USA überholen. Und das ist der erste Faktor, wo man sieht, dass aus einer Führungsrolle weggeht, dass man einfach nicht mehr die größte Wirtschaftsnation der Welt ist. Das ist eigentlich das Erste, was man messen muss. Also muss, wenn man sich interessiert von allen Ländern, wer sind denn die mächtigsten? Und das Deutschland ist übrigens auch bei den... Ja, das stimmt. Also da hat Daniele Ganser natürlich völlig recht. China hat die USA nach konstanten PPP-Dollar schon in den 2010er Jahren überholt. Aber die USA kontrollieren natürlich einen viel größeren Großraum als China. China hat ja de facto keinen eigenen Großraum. Die sind ein relativ isolationistisches Land in der Vergangenheit gewesen, haben relativ wenig expansive Strebungen bewiesen und dementsprechend, ja, welche Länder könnte man denn wirklich als chinesische Satelliten bezeichnen? Allenfalls noch so einen kleinen Staat wie Nordkorea, aber sonst ist da ja nichts. Und die USA kontrollieren wirklich einen riesigen Großraum, der von Südkorea und Japan im Osten bis zur Ukraine, zu Moldawien im Westen, was heißt Westen und Osten auf der geografischen Dimension. Ist jetzt beides in der östlichen Hemisphäre, wenn man so will. Also auf jeden Fall, die USA kontrollieren einen riesigen Großraum, in dem die Sonne niemals untergeht. Und China hat einige verbündete Staaten, aber wirklich Satelliten, so wie die USA, hat China nicht. Und dementsprechend, ja, die USA und ja, auch die europäischen Kolonialmächte, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weltordnung geschaffen, die in ihrem Interesse ist, wo sie die dominanten Mächte waren. Und jetzt gibt's aufstrebende Mächte, allen voran China, die diese Weltordnung in Frage stellen. Und es dauert etwas, bis sich die ökonomische Übermacht von China in politische Macht umsetzen wird. Also das ist ein längerer Prozess. Und je länger die wirtschaftlichen Prozesse in die Richtung gehen, die wir gerade sehen, also China hat ja systematisch höhere Wachstumsraten als die westlichen Länder, desto größer wird der Vorsprung von China und desto drängender wird es, eine neue Weltordnung zu finden. Und die USA haben natürlich ein Interesse an der Aufrechterhaltung dieser Weltordnung, Interesse an der Aufrechterhaltung ihrer Machtposition. Also das kann man überall sehen. Schaut euch internationale Institutionen wie den EWF an. Die einzige Nation, die da ein Vetorecht hat, sind die USA. Oder schaut euch internationale Institutionen an. IWF, Weltbank, Vorsitzende sind immer ein Europäer und ein US-Amerikaner. Oder schaut euch an, welche Länder die meisten Kriege führen. Militärische Macht ist eben auch ein Faktor, wie man, also ist eben auch ein Faktor. Und
China hat seit 1979 keinen Krieg mehr geführt und die USA haben zig Militärinterventionen seitdem gehabt. Also sie sind in vielen Ländern einmarschiert, die nicht nach ihrer Pfeife getanzt sind. In der Vergangenheit auch manchmal sehr unerfolgreich wie in Afghanistan, aber die Macht, solche Kriege führen zu können, ohne dass das Konsequenzen für einen hat. Kriege, die eindeutig illegal sind. Die Macht, sich nicht an internationales Recht halten zu müssen, weil man selbst halt der mächtigste Staat ist. Diese Macht haben die USA aktuell noch, aber sie droht ihnen, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter in die Richtung entwickeln, die wir gerade sehen, sie droht ihnen langfristig verloren zu gehen. Den Top 5, ja. Es sind die USA, es sind China, die machen Platz 1 und 2, dann haben wir Japan, dann haben wir Deutschland, Russland ist auch dort. Also es ist ja alles ein bisschen in Bewegung. Aber das ist die erste Sache, die man anschaut. Das Zweite, was man anschaut, sind eigentlich die Rüstungsausgaben. Die USA haben 877 Milliarden Dollar pro Jahr. Das sind mehr als 2 Milliarden pro Tag. Die Chinesen haben etwa 290 Milliarden, Deutschland etwa 56 Milliarden, die Russen etwa 80 Milliarden. Also die USA haben mit Abstand die höchsten Rüstungsausgaben. Aber das ist noch kein Zeichen für Macht, wenn man trotzdem in Afghanistan verliert. Also das ist ja dann die Frage, wie kann man gegen die Taliban Sandalenkrieger verlieren, wenn man 877 Milliarden hat. Mhm. Und das bedeutet, man nimmt schon die Rüstungsausgaben und dann schaut das Bruttoinlandprodukt an und dann schaut man aber auch die historische Entwicklung der letzten 25 Jahre an. Und da fällt auf, dass die NATO-Staaten, das sind 32 Staaten, Schweden ist jetzt neu beigetreten und darum sind es jetzt 32. Wir in der Schweiz sind nicht in der NATO, wir sind auch nicht in der EU. Also ich schaue da ein bisschen von außen drauf und auch kritisch. Ich will auf keinen Fall, dass die Schweiz in die NATO geht. Ich möchte natürlich auch, dass Deutschland eigentlich aus der NATO austreten sollte, weil es ist ein gefährlicher Club. Aber ich sage mal, okay, die NATO-Staaten, die sind eigentlich sozusagen die Welt, die wir kennen. Wir haben immer das Gefühl, die NATO hat recht, die NATO macht es richtig, Bombardierung von Libyen ist richtig, Bombardierung von Afghanistan. Okay, das ist die Sicht innerhalb der NATO. Außerhalb der NATO haben wir eine ganz andere Sicht. Und ich lese dann natürlich andere Quellen. Also ich schaue, was sagen die Inder, was sagen die Chinesen. Die haben einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache. Und da kommen wir zum Erdöl. Wichtiger Rohstoff. Die Idee war ja, nach der russischen Invasion, dass man die russische Wirtschaft zerstört. Das ist die ganze Idee mit dem Embargo, mit dem Wirtschaftskrieg. Und die Idee war halt, Deutschland und auch Frankreich und England werden kein Öl und kein Gas mehr von Russland einkaufen und die russische Wirtschaft wird zusammenbrechen. Ja, was ist passiert? Die russische Wirtschaft ist gewachsen und die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das heißt, man muss die Zahlen anschauen und dann merkt man, oh, es ist ja anders. Und wenn man die Fakten sieht, muss man sagen, dann ist aber vielleicht unsere Überlegung falsch. Weil Russland hat natürlich das Öl. Und ja, das auch hier hat Ganser 100%ig recht. Und an all seine Kritiker im Chat, sagt mir gerne, wo er hier Unrecht hat. Also die russische Wirtschaft, die wächst. Die hat sich von den Sanktionen wirklich eingebrochen, hat sich dann beeindruckend schnell von ihnen erholt und sie boomt aktuell. Also der russische, nicht nur die Rüstungsindustrie, der Bausektor boomt, die Masseneinkommen steigen. Also die russische Wirtschaft, die läuft wirklich relativ stark. Erst recht dafür, dass der Westen gerade so einen krassen Wirtschaftskrieg gegen Russland führt. Also an all die Kritiker im Chat gerade, schreibt mir gerne, wo Daniele Ganser hier Unrecht hat. Ihr könnt euch gerne die Zahlen ansehen. Ihr seht, das russische BIP, das ist schon wieder über Vorkriegsniveau und die Entwicklung zeigt gerade ganz klar nach oben. Die Entwicklung in Europa, die zeigt eher nach unten. An der Stelle sei gegrüßt, Nachtschmied, dass du auch hier vorbeischaust. Und das kann, das kann ich an der Stelle auch noch sagen. Wenn du Interesse an einem Gespräch mit mir haben solltest, schreib mich gerne an oder schreib jetzt gerne einen Chat, dann schreibe ich dich vielleicht an. Wir hatten uns ja vorhin in deinem Chat ja schon unterhalten. Können die nach Indien verkaufen? Die können das nach China verkaufen. In China gibt es 1,4 Milliarden Menschen. In Indien gibt es 1,4 Milliarden Menschen, das sind 2,8 Milliarden in der Summe. Und die sind ja untereinander verbunden in den BRICS-Staaten. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Sie haben da einen wichtigen Punkt angesprochen. In welcher Währung wird denn das Öl verkauft? Und da kommen wir ans Eingemachte, weil es ist nicht nur die Amerikaner. Ja, Nachtschmied, das ging an dich. Ich hatte dich gerade im Chat gesehen, deswegen sei gegrüßt. Die amerikanischen Flugzeugträger, die haben 11, oder? Die Franzosen zum Beispiel haben nur einen, Deutschland gar keinen, sondern es ist auch der Dollar. Also welche Währung ist eine starke Währung? Und wenn man die Weltreservewährung hat, also wenn Sie oder ich jetzt die Weltreservewährung hätten, dann könnten wir die selber drucken.
Kann man ja sagen, wir haben ja die Weltreservewährung, bitte 500.000. Also jeder... Ja, ich kann mich doch mal wiederholen, auch wenn ich hier... Ist ja egal, wenn es die auf YouTube stört, die sich das auf YouTube jetzt anschauen. Also, wenn du gerne mit mir ein Gespräch hast, schreib mich gerne auf Discord oder so an oder schreib mir deinen Namen auf Discord, dass ich dich anschreiben kann. Wir hatten uns ja vorhin an meinem Chat auch schon unterhalten. Also, falls du Interesse daran haben solltest, wenn ich dich jetzt hier schon mal in meinem Chat sehe. Da denkt sich so, oh, wenn ich so eine Maschine im Keller hätte, ich würde nicht mehr arbeiten gehen. Und es ist tatsächlich so, dass der Dollar die Weltreservewährung ist, immer noch. Und historisch eingeordnet muss ich das so erklären, das war von der Konferenz von Bretton Woods Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1973 war der Dollar mit Gold gedeckt. Das heißt, war ein fixer Wechselkurs und der Dollar war so gut wie Gold. Dann haben die Amerikaner unter Präsident Nixon Vietnam bombardiert und dann noch Laos und Kambodscha, war alles illegal, Verbrechen ohne Ende. Und dann hatten sie irgendwie gemerkt, wir haben zu wenig Gold. Und dann kann man natürlich nicht einfach die Notenpresse anwerfen, weil man ist ja gebunden. Man muss dann wirklich das Gold haben. Und das ist so wie eine Beschränkung. Und dann haben sie gesagt, die Golddeckung ist aufgehoben. Anfang der 70er Jahre hat man das gesagt. Und die Europäer waren noch so, was, ihr hört das einfach auf? Nixon hat einfach gesagt, das ist jetzt vorbei mit dem Gold. Anfang der 70er Jahre. Okay. Und dann hat man aber gesagt, damit das Vertrauen in den Dollar nicht den Bach runtergeht, ersetzen wir diese Golddeckung mit einer Erdöldeckung. Und das war die Geburt des Petrodollars. Und dann, was bedeutet das? Und gerade die jüngeren Menschen... Eine direkte Erdöldeckung ist es nicht. Also man hat die Golfaraber, allen voran natürlich Saudi-Arabien, davon überzeugt, dass sie zukünftig ihr Öl nur noch in Dollar verkaufen. Und da der Ölhandel für den globalen Rohstoffhandel war, dadurch ist der Dollar dann auch dominante Weltleitwährung gewesen. Er war ja eh schon durch das Bretton Woods-System die wichtigste Währung und dadurch hat man diesen Zustand zementiert. Also das ist der Petrodollar, dass vor allem Saudi-Arabien als Bezahlung für sein Öl nur US-Dollar annimmt. Was interessant ist, Länder, die früher diesen Petrodollar auch brechen wollten, beispielsweise der Irak unter Saddam Hussein, die wurden kurz darauf von den USA überfallen. Also das ist sehr gefährlich, wenn man sich diesem Petrodollar zu entziehen versucht. Menschen wissen das gar nicht mehr. Der Petrodollar war eigentlich die Verpflichtung, dass alle Staaten, die Erdöl verkaufen, das in Erdöl verkaufen. Also wenn die USA, die haben ja auch Erdölquellen in den USA, Texas und so, dass die das in Erdöl verkaufen, in Dollar verkaufen, ist ja klar. Aber dass jetzt die Saudis ihr Erdöl in Dollar verkaufen, lag ja nicht so sofort auf der Hand. Aber da hat man das durchgesetzt. Es sind bei Gaddafi tatsächlich E-Mails, ich glaube Hillary Clinton war das, glaube ich, aufgetaucht, die belegen, dass in der US-Regierung schon diese geostrategische Überlegung, Libyen, ein unabhängiges, starkes Land mit großen Erdölreserven, mit großen Devisenreserven, was eine Alternative zum Petrodollar aufbauen kann, dass das aus geostrategischen Gründen auf jeden Fall auch weg muss. Also die Überlegung gab es in der US-Administration auf jeden Fall definitiv. Aber Libyen, wie gesagt, die hatten sehr große Devisenreserven, die hatten eine sehr stabile eigene Währung, die haben sich monetäre Souveränität erarbeitet. Also das ist, glaube ich, das, ich sag mal, Verbrechen, was Libyen begangen hat. Ich meine, Gaddafi hatte ja eine sehr erfolgreiche, also durch Öldollar natürlich, Libyen hat sehr viel Einnahmen durch Erdöl gehabt, hat dadurch eine relativ erfolgreiche Wirtschaftspolitik betreiben können, sich relativ große Unabhängigkeit erarbeiten können. Und das war natürlich auch ein Grund, weswegen er weg musste. Und das hat dem Dollar natürlich eine große Macht gegeben, weil dann mussten alle Dollar haben, weil jeder braucht Erdöl. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Wirtschaftskrieg, den die NATO-Staaten führen und der überhaupt nicht funktioniert. Dieser Wirtschaftskrieg gegen Russland hat bewirkt, dass jetzt Saudi-Arabien gesagt hat, wir beobachten ein komisches Verhalten der Europäer und ein komisches Verhalten der Amerikaner, weil die haben russisches Vermögen beschlagnahmt. Dann sagen sich die Saudis, vielleicht werden die bald auch unser Vermögen beschlagnahmen. Mhm. Und das denken natürlich andere auch. Also das Vertrauen in sozusagen den Rechtsstaat ist untergraben. Und dann sagen sie sich, ja gut, dann könnten wir unser saudisches Erdöl jetzt nach China nicht in Dollar verkaufen, sondern in Yuan.
Und das kennt fast niemand, dieses Wort. Yuan, das ist die chinesische Währung. Aber viele kennen das nicht. Viele denken, es gibt nur Euro und Dollar und Schweizer Franken. Aber es gibt auch Yuan und es gibt auch Rubel. Also wir sehen eine Verlagerung. Ich sage nicht, dass jetzt alles Erdöl in Yuan verkauft wird. Aber ich sage einfach, dieser Wirtschaftskrieg, der von den USA sozusagen entfacht wurde, um Russland zu schwächen, hat nicht funktioniert. Deutschland hat sich einfach mit den USA in diese Konfrontation hineingegeben. Das ist nicht klug. Und wenn der Dollar tatsächlich im Rohstoffhandel abgelöst wird oder geschwächt wird, man misst dann pro Jahr, wie viel Erdöl wird in Dollar verkauft, wie viel Erdöl wird in Yuan oder in anderen Währungen verkauft. Oder die Iraner handeln auch natürlich jetzt außerhalb vom Dollar. Und das sind wichtige Rohstoffproduzenten, das sind nicht kleine. Dann kann eigentlich eine imperiale Struktur durch die Schwächung der Nachfrage nach ihrer eigenen Währung ins Mark getroffen werden. Also das ist diese ganze Geschichte, was ist der Dollar, ist er stabil, wie viel Dollar kann man drucken, ohne dass er sich entwertet. Und es ist eine komplexe Diskussion. Ich weiß, dass viele Menschen sich überhaupt nicht dafür interessieren, weil sie sagen, ich verstehe das nicht und so. Aber es ist eine super spannende Diskussion und man kann auch in den USA sehr interessante Analysen dazu finden, wo wirklich einige Amerikaner sagen, dieser Wirtschaftskrieg, das war ein Schuss in den eigenen Fuß. Weil ja. man verliert ja dann eigentlich ein Instrument, das man zuvor hatte, ohne das Ziel zu erreichen, nämlich Russlands Wirtschaft zu zerstören. Ja, aber Russland war nur ein Testballon. Also Russland ist nicht die Macht, die global die Dominanz der USA droht. Die Macht, die das tut, ist China. Und man hat hier im Wirtschaftskrieg im Kleinen ausprobiert, man hat hier geschaut, was für Konsequenzen hat er, wie groß ist unsere tatsächliche Macht, die Wirtschaft eines anderen Landes in die Knie zu zwingen. Und hier hat man gesehen, wie begrenzt die eigene Macht eigentlich ist. Also das ist wohl auch ein Grund dafür, dass die USA im Falle von Taiwan so sehr auf militärische Drohungen gegenüber China setzen. Also die USA provozieren ihn militärisch, weil sie sehen, dass ihre wirtschaftliche Macht, China in die Schranken zu verweisen, sehr, sehr eingeschränkt ist, wie der Wirtschaftskrieg gegen Russland gezeigt hat. Wenn die russische Wirtschaft jetzt innerhalb weniger Monate kollabiert wäre, dann wären sich die USA ihrer globalen Dominanz, glaube ich, sehr viel sicherer, als so wie das aktuell der Fall ist, dass die russische Wirtschaft sich als sehr resilient gegenüber äußeren Sanktionen zeigt. Ja, und das war die Idee. Und bei Deutschland ist es ganz ähnlich. Also die deutsche Wirtschaft leidet im Moment, ja, auch wegen der Sprengung von Nord Stream, wegen den hohen Energiepreisen. Und trotzdem hält man an dieser Strategie fest und denkt, wir gehen mit den USA, das ist wohl sicher ein guter Weg. Und das finde ich keinen guten Weg. Ich sage auch, in der Schweiz beteiligt man sich an diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland. Ich sage, man sollte das nicht tun. Man sollte sagen, okay, war ein Fehler, wir hören wieder damit auf. Wir treiben wieder Handel. Es gibt ja von den 4 Pipelines, ist eine noch offen zwischen Russland und Deutschland. Man könnte sofort wieder Gas durchfließen lassen. Und Putin hat, meine ich, sogar auch schon gesagt, dass man die jederzeit wieder in Betrieb nehmen könnte. Aber es scheint ja scheinbar kein Interesse daran zu geben. Scholz will das scheinbar nicht. Ja, über die deutsche Regierung hat Putin in diesem Kontext gesagt, das seien sehr inkompetente Leute. Und zudem, die deutsche Regierung hätte kein Interesse daran, gegen die USA, die für die Sprengung von Nord Stream verantwortlich sein. Also schaut euch das Interview von Putin und Tucker Carlson in dem Kontext gerne mal an. Das ist sehr aufschlussreich. Was aber wenig... Und die Amerikaner wollen es natürlich auch nicht. Nein, natürlich nicht. Scholz will es nicht, weil es Biden nicht will. Ja. Aber dann ist ja die Frage, was ist denn die Aufgabe, was sind denn die nationalen Interessen von Deutschland? Und die sind eben anders als die nationalen Interessen der USA. Weil Deutschland, wenn Deutschland günstiges Erdgas aus Russland importiert, durch diesen letzten verbleibenden Pipeline-Strang, also Nord Stream 1 sind 2 Stränge und Nord Stream 2 sind 2 Stränge, wir sprechen über 4 große Rohre und 3 sind weggesprengt, meiner Meinung nach durch den CIA. Und die Amerikaner brauchen diese Rohre nicht. Die haben ihre eigene Öl- und Gasproduktion. Aber Deutschland braucht diese Rohre. Es braucht das günstige Erdgas. Weil wenn sie einen tiefen Energiepreis haben in Deutschland, dann können Firmen wie BASF zum Beispiel, also ein großer Chemiekonzern, kann von diesen günstigen Energiepreisen profitieren und dann kann die deutsche Wirtschaft sozusagen florieren. Jetzt kann man sagen, ich arbeite nicht bei BASF, ist mir doch egal. Aber die Sache, alles hängt mit allem zusammen. Wenn die Wirtschaft
unter hohen Preisen leidet, ich sage jetzt hohe Energiepreise, dann hat eigentlich ein Manager von einem großen Konzern, der ist ja in einem globalen Wettbewerb, ja, dann kann er nur noch sagen, ja, ich schließe das Werk und gehe nach China oder ich gehe in die USA. Das kann er dann machen. Aber dann sind aber die Arbeitsstellen in Deutschland sind dann weg, weil die Leute reisen ja dann nicht mit nach China oder in die USA, sondern dann werden dort die Amerikaner beschäftigt. Die Amerikaner sagen natürlich, den deutschen Konzern kommt. Also das muss man, ich finde diese Überlegung, und sehe ich zu wenig beim Herrn Habeck zum Beispiel. Er müsste ja sagen, wie kann ich die Energiepreise wieder senken? Nein, interessiert ihn nicht. Wie kann ich Nord Stream wieder öffnen? Ja, Patrick Reichen hat zu den Firmen, die gehen sollten, ja auch schon gesagt, sollen sie halt gehen. Also die Grünen, die haben damit kein Problem, dass unser Land deindustrialisiert wird. 20% der Energien sind bisher schon abgewandert und diese Abwanderung, die geht einfach weiter. Also könnt ihr alle bei D-Staat das nachschauen. Schaut einfach Produktionsindex der energieintensiven Industrie. Kann ich auch gleich mal machen. Also das ist wirklich ein beeindruckender Absturz, den wir da sehen. Also was Ganze hier beschreibt, entspricht zu 100% der Realität. Interessiert mich. Es scheint kaum noch um, wie Sie gerade richtig ausgeführt haben, um nationale Interessen zu gehen. In Deutschland fast ein Schimpfwort, wenn man nationale... Aber es ist eigentlich in der Geschichte, ist es normal, dass ein Land nationale Interessen hat, dass es diese artikuliert. Und das ist keine Schande, nationale Interesse zu haben, wenn man die ohne Gewalt verfolgt. Und das, was Deutschland fehlt, ist eigentlich... eine Politikerin oder ein Politiker, der die nationalen Interessen artikuliert und sagt... Ja, stimmt natürlich auch das, was Ganze hier sagt. Wir lassen es ihn gleich weiter ausführen. Schauen wir uns zuerst mal die Grafik an, die ich in der Vergangenheit schon des Häufigeren gezeigt habe und die gleiche Richtung zeigt. Der Produktionsindex der energieintensiven Industriezweige, hier seht ihr ihn, saisonbereinigt, also nach einem bestimmten Verfahren, ist jetzt, Details sind da nicht so wichtig. Schaut euch einfach die grundsätzliche Entwicklung an. Hier, Index liegt bei ungefähr 100, also Ende 2021 sind wir hier, Index liegt jetzt bei knapp über 80. Also 20% Einbruch in der energieintensiven Industrie und ihr seht's hier waren wir im Dezember 2022, hier sind wir Dezember 2023, also ihr seht, dieser Absturz, der geht immer weiter und er hört nicht auf. Obwohl die Energiepreise mittlerweile schon wieder gesunken sind, wandert die Industrie immer weiter ab, weil sie eben davon ausgeht, dass die Energiepreise in den nächsten Jahren auch noch erhöht bleiben werden. Also es ist tatsächlich gar nicht so relevant, wie hoch die Industriepreise jetzt in diesem Moment, die Energiepreise in diesem Moment sind. Es ist wichtig, wie hohen Preisen die Industrie in den nächsten Jahren rechnet und sie scheint aktuell sehr, sehr pessimistisch zu sein. Also wir sehen, wie sehr die Abwanderung weitergeht und solange diese Abwanderung weitergeht, desto wahrscheinlicher ist, dass sie dauerhaft sein wird. Also wenn Produktionskapazitäten einmal abgewandert sind, dann kehren sie nicht wieder zurück. Wenn sie runtergefahren sind, dann können sie sehr schnell wieder hochgefahren werden. Das haben wir ja in der Corona-Zeit gesehen. Also die Produktionskapazitäten wurden runtergefahren und wurden nach Ende der Corona-Zeit wieder hochgefahren. Also in der energieintensiven Industrie fast ziemlich genau auf die alten Niveaus. Aber aktuell sehen wir, wie die Produktion eingebrochen ist. Also die energieintensive Industrie, das ist der rote Graph hier, wer da gerade nicht genau hingeguckt hat. Und wir sehen, wie dieser Absturz sich nicht umkehrt, obwohl die Energiepreise wieder etwas gesunken sind. Also das ist kein gutes Zeichen. Frag gerade einer im Chat, hast du den Telepolis-Artikel gelesen, dass Poroschenko nie vorhat, das Minsker Abkommen zu befolgen und er einen Bombenanschlag auf einen russischen Separatisten verübt hat? Ja, die Ukraine hat Bombenanschläge auf Separatisten verübt, definitiv. Die verübt ja auch Bombenanschläge auf ins Ausland geflohene Oppositionelle. Also die Ukraine, das ist ja ein sehr rabiater Staat, ein sehr autoritärer Staat, was den Umgang mit der Opposition angeht, vor allem mit Separatisten. Da hat man ja auch sehr schnell, viel zu schnell auf militärische Gewalt gesetzt, anstatt auf politische Kompromisse. Sonst hätte sich der Bürgerkrieg 2014 sehr wahrscheinlich verhindern lassen. Die Separatisten, die waren ja auch vor allem auf Anweisung aus Moskau immer verhandlungsbereit. Also Russland hatte ja auch eigentlich nicht vor, Gebiete außerhalb der Krim zu annektieren, selbst nach dem Putsch damals. Also es hat sich ja erst im Sommer 2014, als klar war, dass die Ukraine auf militärische Lösung setzte, erst eigene Truppen zur Hilfe der Separatisten entsandt. Also dass die Ukraine da sehr aggressiv vorgegangen ist, ja, das habe ich definitiv mitbekommen. Und das sowohl, also und nicht nur Poroschenko, du hast ja gerade geschrieben, Poroschenko hätte das bestätigt.
Macron, Merkel, Poroschenko haben mittlerweile alle drei bestätigt, dass das Minsker Abkommen nur dazu diente, die Ukraine weiter hochzurüsten, damit sie auf einen weiteren Krieg mit Russland gewappnet sei. Also allen war klar, dass das niemals dazu gedacht war, um dauerhaften Frieden mit Russland zu haben. Alle drei haben das mittlerweile zugegeben. Also ja, und da sagt man dem Westen, Russland würde lügen, Russland würde sich nicht an Verträge halten. Also der Westen hatte schon damals, als er diesen Vertrag unterschrieben hat, nicht vor, sich daran zu halten. Also viel eindeutiger kann man nicht sagen, bitte schließt mit uns in Zukunft keine Verträge mehr. Jetzt schreibt noch einer im Chat, Ganser framed aber, wenn er sagt, Saudi-Arabien und Co. machten sich Gedanken, wenn sie sähen, dass Dollarvermögen bei US-EU-Banken eingefroren werden könne. Er erwähnt nicht, dass der Yuan aber vorher keine frei konvertierbare Währung sei und unter vollständiger Kontrolle stehe. Zudem ist er von der internen chinesischen Währung, der Yuan ist auch deswegen nicht zu einer größeren Alternative zum Dollar geworden, weil er natürlich vor allem den Interessen der chinesischen Wirtschaft dient. Also der Dollar, der ist eine frei konvertierbare Währung, die auch als Weltleitwährung dienen kann. Die USA haben auch ein Leistungsbilanzdefizit, auch das essentiell bei einer Macht, die die Weltleitwährung stellt. Denn wenn sie nicht dauernd die eigene Währung exportiert, dann herrscht ein andauernder Mangel an dieser Währung. Auch deswegen ist der Dollar als Weltleitwährung gerade so gut geeignet. Auch das erfüllt China nicht. Also der Yuan, der ist dazu da, um Chinas Wirtschaft möglichst stark zu halten. Der ist auch immer leicht unterbewertet, sodass China Leistungsbilanzüberschuss hat. All das definitiv. Das sind alles Gründe, warum der Yuan den Dollar noch nicht umfassend ersetzt hat, trotz Chinas wirtschaftlicher Dominanz. Aber das sind alles Dinge, die China ändern könnte, beziehungsweise die in den Hintergrund treten, wenn China wirtschaftlich immer stärker wird. Und wenn wenn Devisenreserven, die in Dollar angelegt sind, einfach so eingefroren werden, aber Yuan-Reserven nicht einfach so eingefroren werden, dann werden sich Länder im globalen Süden dreimal überlegen, auf welche Währung sie eher setzen, Yuan oder Dollar. Also wir haben zum Beispiel... Ja, BRICS arbeitet an einer gemeinsamen Währung, aber das wird so eine internationale Rechnungseinheit werden wahrscheinlich. Es ist noch relativ unklar, wie das dann aussehen wird. Das wird spannend zu beobachten sein, definitiv. Aber das ist aktuell noch in der Planungsphase, da ist aktuell leider noch nichts Konkretes drüber bekannt, deswegen kann man dazu noch nichts sagen. Also das wird spannend. Das Interesse in Frieden zu leben mit allen anderen Staaten in Europa. Und Russland ist bis zum Ural ein europäisches Land. Weil wir sind hier, also wir sind in Europa. Also wir sind nicht in Afrika und wir sind auch nicht in Südamerika. Also wir sind hier. Das ist unser Interesse. Und dann muss man von dem abgeleitet, muss man sagen, okay, was können wir tun, um den Frieden in Europa zu stabilisieren? Und das bedeutet, in der Ukraine braucht es Friedensverhandlungen und wir müssen deeskalieren. Weil wenn der Krieg sich ausbreitet, haben die Amerikaner noch 6000 Kilometer Atlantik. Das kann doch denen egal sein, wenn wir uns hier in Europa umbringen. Die können dann die Waffen reinliefern. Man muss fairerweise sagen, es gibt diese Politiker, zumindest in der Opposition, beispielsweise Sarah Wagenknecht oder auch Alice Weidel von der AfD, die das auch immer wieder artikulieren oder auch ein Hans-Georg. Sind zwei interessante Frauen, oder? Sehr starke Frauen, sehr spannende Persönlichkeiten oder auch ein Hans-Georg Maaßen von der Werteunion, der da sehr ähnlich argumentiert. Aber Herr Ganser, ich möchte mit Ihnen zum Abschluss unseres heutigen Gespräches noch so ein wenig weg von diesem schweren politischen Thema, denn wenn man sich das alles so anhört... Das ist blöd. Weg von diesem politischen Thema, das wollen wir nicht. Wir wollen möglichst viel Politik hören, aber hören wir uns die eine Frage noch an, danach machen wir, glaube ich, auch mal Schluss mit der Reaktion. Das ist ja ein sehr interessantes Interview, muss ich sagen. Herr Ganser, dann kann man es ja schon mit der Angst zu tun bekommen. Ich habe jetzt gestern war ich auch vor Ort bei Ihrem Vortrag und am Ende des Gesprächs kam ein Herr zu mir, der mich erkannt hat und gemeint hat, er hat große Angst, wenn er sich mit all dem beschäftigt, was wir jetzt vor allen Dingen im ersten Teil unseres Gesprächs unterhalten haben, Stichwort Ukraine und Gaza. Und Sie, Herr Ganser, Sie wirken aber immer so ganz entspannt und relaxed. Und das, obwohl Sie von allen Seiten angegriffen werden und das, obwohl Sie sich tagtäglich mit diesen, ich weiß nicht, ob Sie es tagtäglich tun, aber wahrscheinlich sehr oft mit diesen schweren politischen Themen befassen. Also warum kommt das bei Ihnen nicht an? Also warum haben Sie da keine Angst, Herr Ganser? Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Ja, warum Ganser keine Angst hat, das brauchen wir jetzt, glaube ich, in der Reaktion nicht noch zu schauen, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, wir machen jetzt
hat Ganser ja auch schon in vergangenen Interviews mit Jasmin Kosobek beantwortet. Also da ist er ja auch auf diese Hetze gegen sich hauptsächlich eingegangen. Also es findet, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es findet eine miese öffentliche Hetzkampagne gegen Daniele Ganser und andere kritische Forscher statt. Also es werden Artikel in der Tagesschau, in Beiträge im NDR über sie verfasst. Es werden wirklich üble Sachen behauptet. Sie werden in die Nähe von Rechtsextremismus, Antisemitismus gerückt, ohne dass es dafür irgendwelche Belege gäbe, sondern man konstruiert da irgendeinen Schwachsinn herbei. Und die akademische Arbeit wird dann natürlich noch nebenbei in den Schmutz gezogen. Darum geht es natürlich nicht. Es geht darum, sie politisch zu diskreditieren. Also das ist für jeden kritischen Beobachter, der sich das ansieht, einigermaßen offensichtlich. Und ja, was Ganser da jetzt selbst zu sagt, das brauchen wir uns, glaube ich, zum Schluss nicht noch ansehen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal bitte nicht nur auf YouTube und Twitch, sondern auch noch auf Odyssey, Rumble und Kick, wo ich auch noch nebenbei streame. Also auf Kick streame ich nebenbei. Schaut da gerne auch mal vorbei, damit wir etwas unabhängiger von YouTube und Twitch werden. Die Links dafür findet ihr wie immer in der Videobeschreibung sowie in meiner Kanalbeschreibung. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal.